von uns noch einen schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, wie eben erwähnt, wir würden jetzt in den nächsten 25 Minuten einfach ein bisschen was herzeigen, wie wir das sozusagen angegangen sind, dass wir unser Digitalisierungskonzept erstellt haben mit Unterstützung von der e-Education. Und ja, zu unserer Person, wir zwar sind Lehrpersonen an der Europaschule Linz, die Praxisschule der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, sind beide im Volksschulbereich tätig, haben aber auch Stunden in der Mittelschule und aber auch an der Hochschule. Zum Ablauf unserer Präsentation heute. Wir wollen einmal über die Zielsetzung unserer Arbeit sprechen, wie wir die Arbeit aufgebaut haben und geben dann Einblick in einzelne Theorieteile und runden das Ganze dann ab mit Beispielen aus der Praxis. Unser digitales Konzept verfolgt einmal das Ziel herauszufinden, wie digitale Medien die Lebenswelt von Heranwachsenden beeinflussen. Und andererseits wollen wir damit aufzeigen, wie digitale Medien schulische Lehr- und Lernprozesse unterstützen können und welche Faktoren bei einer erfolgreichen Implementierung von E-Learning im Unterricht relevant sind. Wir wollten mit einer umfangreichen Literaturrecherche erreichen, dass sich unsere Kolleginnen und Kollegen auch mit den Hintergründen digitaler Medien auseinandersetzen und dass es durch den Einsatz digitaler Medien zu einer schrittweisen Veränderung der traditionellen Gestaltungsformen des Unterrichts kommt und es auch somit zu einer Veränderung der didaktischen Handlungsmuster kommt. Ja, grundsätzlich der Aufbau von unserem Konzept war einfach so, beziehungsweise die Herangehensweise. Wir haben uns einmal angeschaut, wie ist generell die digitale Medienwelt in der Lebenswelt von den Kindern? Wie schaut die Digitalisierung grundsätzlich bei uns an der Schule aus? Wie schaut sie aber auch bei anderen Schulen aus als Vergleich? Da haben wir sozusagen ein Fazit gezogen, wie ist einmal der Ist-Zustand? Was ist das Ziel? Ist Ziel von uns? Und dann daraus resultierend hat sie dann wieder ein Fazit ergeben, sozusagen, wie weit sind wir gekommen? Haben wir unsere Ziele erreicht oder sind wir irgendwo vielleicht nicht ganz so weit gekommen, wie wir eigentlich wollten? Sie sehen da jetzt einfach einmal grundsätzlich unser Inhaltsverzeichnis, wie wir sozusagen den Aufbau gemacht hätten. Wir haben uns einfach einmal eben angeschaut, die digitale Medienwelt in der Lebenswelt eben, aber Grundbegriffe, damit wir einfach selber auch die Herangehensweise wissen, ob wir, sind wir auf dem richtigen Weg, was müssen wir eigentlich alles bei unserem Konzept beachten. Dann einfach einmal so Lernen 4.0 haben wir das genannt, einfach welche Arten von Einsatz von Medien gibt es denn überhaupt, damit wir einfach ein wenig sozusagen unseren Horizont erweitern und nicht immer auf dieselben paar Dinge, die eh jedem von uns bekannt sind, zurückgreifen. Dann eben die Lerneffektivität von Medien, wie sozusagen ist das jetzt eigentlich wirklich bei den Kindern, wie wirkt das sie aus, sind wir auch da richtig unterwegs? Und dann haben wir einfach unseren Ist-Zustand, kurzfristige Ziele, mittelfristige und langfristige Ziele formuliert. Und zum Schluss haben wir dann wirklich sozusagen die Programme und die Tools, wie wir es auch wirklich im Unterricht einsetzen wollen, wie wir sie auch momentan einsetzen, einfach niedergeschrieben und sozusagen uns angeschaut und gegenseitig verglichen. Ja, wir wollen jetzt einfach aber Einblicke geben in die Theorie, Dinge, die uns sehr wichtig waren bei der Ausarbeitung unseres Konzepts. Und zwar ist es einfach so, dass Kinder heutzutage mit einem vielfältigen Medienangebot groß werden. Handy, Smartphone, Computer und Internetzugang gehören zur Grundausstattung in den einzelnen Familien. Dazu schauen wir uns die Statistik auf der nächsten Seite an. So. Wir haben uns bei unserem Konzept auf die Ergebnisse der Kinder- und Medienstudie berufen, die im Jahr 2020 durchgeführt wurde, im Auftrag der EduGroup. Dabei wurden um die ein bisschen weniger als 500 Kinder befragt, Pädagoginnen und Pädagogen und Eltern. Und es wird einfach erhoben, wie Kinder mit Medien umgehen, wie die Freizeitbeschäftigungen sind, was die Kinder mit dem einzelnen Medium selber machen. Also einfach wirklich alles rund um das Thema Kinder und Medien. Wenn wir uns jetzt diese Statistik anschauen, dann sieht man, dass unter den Top-Aktivitäten oder Freizeitaktivitäten der Kinder das Spielen mit den elektronischen Medien ist. Da haben wir hier die Zahl 45.
Und wenn wir dann bitte weiterschauen bei der Folie, noch einmal weiter, dann sehen wir, dass die Kinder einen sehr starken Zugang zu Elektrogeräten in den einzelnen Haushalten haben und der Großteil der Jugendlichen meistens sogar ein Smartphone und auch einen Computer besitzt. Ein leichter Rückgang ist ersichtlich bei Fernseher, Fotoapparat, CD-Player und DVD-Player. Das lässt sich aber erklären, dass die Heranwachsenden ganz viele Aktivitäten bereits am Smartphone erledigen und keine extra Geräte mehr brauchen. Schaut man sich jetzt die Mediennutzung von Mädchen und Burschen an. Das war uns auch total wichtig, dass man schaut, ist das annähernd gleich? Gibt es da signifikante Unterschiede? Und es ist so, dass es zwischen Mädchen und Jungen im Vergleich eben keine Unterschiede in der medialen Ausstattung gibt und auch nicht in der generellen Nutzungshäufigkeit. Das heißt, die medienbezogenen Interessen sind zwar unterschiedlich, aber die Nutzung ist, wie gesagt, eben bei Mädchen und bei Burschen gleich. Ein wichtiger Punkt war uns auch, wenn man immer wieder hört, Medien, Konsum und Schulleistung, das geht einher und je mehr Medien verwendet werden, desto schlechter wird die Schulleistung. Da ist einfach wissenschaftlich erwiesen, dass nicht festgestellt werden kann, dass die elektronische Mediennutzung der einzige Einflussfaktor auf schulische Leistungen ist. Es geht einfach immer darum, dass man sich die Art der genutzten Medien anschaut und auch die mit den Medien verbrachte Zeit, die nehmen Einfluss auf die schulischen Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler. Wichtig war uns auch, dass wir uns die lerntheoretischen Grundlagen anschauen und eben geschaut haben, wie können die jetzt durch den Einsatz digitaler Medien erweitert werden und welche Punkte sind beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht einfach wichtig. Auf die wollen wir jetzt gar nicht näher eingehen. Wir wollen nur darauf hinweisen, dass es einfach wichtig ist, auch an die lerntheoretischen Grundlagen zu denken. Ja, wo findet man jetzt oder ja, wie kann man sich zurechtfinden in dem ganzen großen Gebiet? Wo findet man festgeschrieben, was man in der Grundschule machen soll? Wir haben natürlich mit dem österreichischen Lehrplan ist einiges verankert und auch beim Referenzrahmen DigiComp und bei der E-Education Matrix, die der Dominik jetzt vorstellen wird. Dazu schaut es schnell einmal um. Genau, da haben wir schon. Grundsätzlich einfach einmal auf die Education-Webseite gehen, sie einfach einmal anmelden mit ihrer Education-E-Mail-Adresse. Und dann, wenn er es fertig geladen hat, wenn Sie oben schauen, unter Meine Schule, sehen Sie dann den Digi-Concept Assist und das digitale Konzept. Und da gehen Sie einfach auf den Digi-Concept Assist und Sie sehen eigentlich schon dort, wo es jetzt losgeht. Sie sehen da auf der linken Seite einfach die Punkte, die Sie einfach einmal zu Beginn ausfüllen können, zum Beispiel, was war die Motivation dahinter, hilft Ihnen jemand, haben Sie Unterstützung, wer ist noch beteiligt, machen Sie das alleine oder machen Sie das mit mehreren Personen. Es wird Ihnen auch automatisch gleich sozusagen eine Beratung vorgeschlagen, also gibt es jemanden zum Beispiel an Ihrer pädagogischen Hochschule, der Sie da unterstützen kann oder irgendeinen Schulentwicklungsberater und da ist es sehr angenehm, da ist nämlich auch gleich der Link dazu drinnen, dass Sie auch sonst eine passende Person finden. Ja, und bevor wir also dann auf Start den Assistenten drucken, möchte ich noch folgenden Button hinweisen. Da oben, wenn Sie dann schauen, sehen Sie zur Mitarbeit einladen. Der ist relativ praktisch, weil dann müssen Sie das nicht ganz alleine machen, sondern Sie können auch dann irgendjemand anderen noch dazu sozusagen einladen, dass Sie dann gemeinsam daran arbeiten können. Ja, dann starten wir den Assistenten und genau, so schaut es dann bei Ihnen nochmal aus. Oben ist einfach nur mal aufgebaut, die Schritte, die Sie sozusagen machen müssen, dass Sie mal planen sollen, durchführen, überprüfen und schlussfolgern. Hier sehen Sie, da sind jetzt 6 Punkte aufgelistet. Sie können auch draufdrücken, dann sehen Sie sozusagen die Überschriften. Es ist einfach sozusagen dieses Schulentwicklungskonzept, hat sie einfach sozusagen 6 Hauptthemen genommen
Und da können Sie zu jedem Hauptthema dann einfach ein Ziel auswählen, beziehungsweise auch einen Ist-Stand. Sie sehen, wir haben das da schon mal zum Beispiel gemacht. Was grün ist, ist als Ist-Stand ausgewählt worden. Und was blau ist, ist eine Zielsetzung. Ich schalte da oben jetzt einfach einmal schnell um, damit ich das mit Ihnen gemeinsam einmal durchspielen kann. Sie kennen da jetzt, ich habe jetzt da oben auf Ist-Stand gedrückt, wähle jetzt zum Beispiel aus, dass ich möchte unbedingt, oder besser, wir haben eine nicht mehr netzwerkgewisse Verkabelung, auf das Plus drücken. Sie sehen, es ist ausgewählt, es bleibt blau. Und jetzt müssen Sie oben dann auf Zielsetzung gehen, müssen Sie umschalten und dann können Sie sich da irgendeinen anderen Punkt aussuchen. Wir nehmen jetzt das, sozusagen das 6A-Stecksystem, drücken drauf und Sie sehen, es hat sich schon blau verfärbt und er verweist dann automatisch, dass aus diesem Ist-Stand Sie das als Ziel haben wollen. Wenn Sie aber sagen, Sie haben ein ganz was Spezielles und es kommt da jetzt nirgendwo vor, sehen Sie da rechts unten dann auch immer ein kleines Plus. Da können Sie draufdrücken und dann selber ein Ziel oder einen Ist-Stand formulieren. Sollte wirklich nichts dabei sein, was auf Sie sozusagen wirklich gerade passt. Eine andere Möglichkeit wäre auch, das mit Drag and Drop zu machen. Wenn wir Sie schauen, ich drücke jetzt einfach aus, wähle jetzt zum Beispiel jetzt da jede digitale Klasse mit funktionierenden WLAN-Abdeckung, wir haben einen Ist-Stand und beim Ziel wäre es sozusagen bei der Neukonzeption, drücke drauf, ziehe herüber, Sie sehen, gehe hinüber und er hat schon miteinander verbunden. Und der Vorteil ist, wenn ich das mit Drag and Drop mache, er macht mir automatisch die Maßnahme auf, dass ich das dann fertig formulieren kann. Ich kann da jetzt einen Titel hineinschreiben, das könnte jetzt nennen, nenne es jetzt Umsetzung WLAN. Dann können Sie für sich selber noch irgendeine Beschreibung hineingeben. Sie können hinschreiben, wer arbeitet mit, vielleicht der IT-Kustode. Sie können das mehrere hinzufügen. Und was ganz wichtig ist, was ich so einen extrem großen Benefit finde, Sie können da vom bis was auswählen. Zum Beispiel sagen, Sie haben das seit dem 1. November begonnen und Sie wollen eigentlich, dass das bis Ende Dezember fertig wird. Sie sehen dann nachher, warum das nur jetzt wichtig ist, dass Sie das auswählen. Und als Indikator sollten Sie noch irgendwas einschreiben, woran erkennen Sie dann, dass Sie sagen, wirklich Ihr Ziel umgesetzt haben. Da könnten wir jetzt einfach einmal, was haben wir da zum Beispiel, jetzt wenn wir sagen, neue WLAN-Router. Halt, der umbessert. Und wenn Sie dann schon mehrere Maßnahmen das so gemacht haben, können Sie dann auch automatisch das mit einer anderen Maßnahme verknüpfen. Wenn Sie sagen, das hängt irgendwie zusammen und Sie wollen, dass das miteinander verknüpft ist, dann könnten Sie ja da irgendwas anderes auswählen. Das lasse ich jetzt einfach einmal, drückt dann da auf Speichern und er hätte das abgespeichert. Wenn das jetzt aber so machen, wie wir das vorher gezeigt haben, Sie wählen den Ist-Stand aus und die Zielsetzung, dann müssen Sie da oben einmal nur auf Maßnahmen draufdrücken und Sie bekommen dann da Ihre ganzen Maßnahmen, die Sie dann sozusagen ausgewählt haben, aufgelistet. Schaut ein wenig unübersichtlich aus im ersten Moment, aber Sie sehen, es ist immer so ein grauer Strich dazwischen mit Überschriften und das dann einfach die 6 Kapitel, wo sozusagen jetzt halt Ihr Maßnahmenpaket bzw. Ihr Schulkonzept jetzt einfach untergliedert ist. Und auch hier könnten Sie dann auf Maßnahmen definieren drücken. Da sehen Sie dann, da kommt dann wieder genau dasselbe, was wir gerade durchgespielt haben. Und Sie können auch noch da auf dieses, wie nennen wir das, ist es, den Kreis, könnten Sie auch noch ein weiteres Ziel hinzufügen, weil Sie sollen sagen, okay, ich möchte jetzt unbedingt, ich brauche da noch ein zweites Ziel, weil sonst ist das für mich nicht erreicht, können Sie das da jetzt dann sozusagen hinzufügen. Und dann ist für Sie wichtig, das müsste ganz unten sein, was wir heute, das war das jetzt, was wir vorher gerade gemacht haben. Und da sehen Sie jetzt, da sind zwei so Schiebekästchen zum Andrücken. Und da ist ganz wichtig, dass Sie den ersten andrücken, weil wenn Sie das sozusagen da jetzt auf Veröffentlichen drücken, brauchen Sie da jetzt nicht fürchten, dass das jetzt bei Aktivieren, Entschuldigung,
bei Aktivieren, dass sie es jetzt sozusagen sie nicht mehr rückgängig machen können, sondern wenn sie da jetzt auf Aktivieren drücken und sie überall, sozusagen, wie ich es Ihnen vorher gezeigt habe, die Zeit dazu geschrieben habe, sozusagen von wann bis wann sie das machen wollen, dann bekommen sie da nämlich eine super schöne Zeitleiste mit allen ihren Maßnahmen und mit bis wann sie das machen wollen, beziehungsweise wann sie damit gesagt haben, eigentlich sie wären fertig. Und sie sehen auch, es ist immer ganz aktuell mit der roten Linie, da sehen sie, ah, da bin ich gerade, und sie haben selber einen Überblick, was müsste jetzt eigentlich schon fertig sein und wo bin ich gerade drunter, beziehungsweise wann startet mein nächstes Ziel. Genau. Und weil eben, wie vorher erwähnt, wichtig ist eben auch, dass man dann nochmal so drüber schaut, habe ich das Ziel jetzt wirklich erreicht in dieser Zeit? Wie schaut es aus? Können Sie dann zu jeder Maßnahme ganz leicht, indem Sie dann oben auf Überprüfen gehen, einfach Ihr Ergebnis da in der Evaluation dazu schreiben, abspeichern und Sie haben das dabei. Und jetzt natürlich noch, Sie wollen das wahrscheinlich jetzt irgendwie auch dann in einer Papierform oder wie irgendwie auch heruntergeladen haben, dann brauchen Sie nur auf Download Digitalisierungskonzept drücken, dann ladet er das herunter und ich warte jetzt nicht ab, bis er das sozusagen mal heruntergeladen hat, sondern ich habe es Ihnen da schon als Vorschau hergegeben. Das wird dann so bei Ihnen dann ausschauen und Sie sehen am Anfang dann einmal die ganzen Maßnahmen, was Sie gewählt haben. Und dann kommt zu jeder Maßnahme eine eigene Seite, genauso wie die Sie vorher ausgewählt haben. Wer arbeitet mit? Was ist das Ziel? In was für einem Kompetenzbereich war das? Was ist die Beschreibung? Und dann haben Sie sozusagen, wenn Sie das ausfüllen, haben Sie eigentlich ein super schönes, langes erstes Konzept schon mal, wo Sie sehr genau eigentlich dann jeden Punkt bearbeitet haben. Sie müssen aber natürlich aufpassen, wenn Sie die Maßnahmen da nicht aktivieren, erscheint Ihr Download des Digitalisierungskonzepts ein leeres Blatt. Also als erstes aktivieren und dann funktioniert auch das Download vom Digitalisierungskonzept. Das war jetzt in aller Kürze ganz flott damit drüber sozusagen geschaut. Vielleicht zeigen wir nur ein paar Praxisbeispiele her, ein paar konkrete, dass wir ein bisschen auf die Zeit schauen. Ja, das würde ich auch bitten. Wir haben jetzt nur 2 Minuten und dann schauen wir, welche Fragen aufgetaucht sind. Genau. Grundsätzlich, Sie sehen, wir haben da die ganzen Tools und so auch niedergeschrieben, was Sie verwenden. Die meisten werden Sie eher kennen. Wir haben da noch die konkreten Einsatzmöglichkeiten einfach auch nochmal zusätzlich niederformuliert gehabt. Und einfach ein Beispiel, was wir sozusagen an der Schule sozusagen machen bzw. gemacht haben, ich schalte gleich nur ans Weiter, wäre zum Beispiel, wir haben jetzt dort einfach Schulnachrichten mit den Kindern gemacht. Heute ist hier im Studio Rebecca Reuss und Jasper Heringer. Hallo, Zeit für eine Portion Nachrichten. Heute haben wir das hier für euch vorbereitet. Alle wichtigen Begriffe rund um das Thema Geld. Wissenswertes rund um die Bank vom Bankdirektor Oma. Und was ist ein Sparbuch? Wie funktioniert die bargeldlose Bezahlung? Wie viel Taschengeld bekommen wir und wofür geben wir es eigentlich aus? Und Sie sehen, wir haben da sozusagen in unseren Schulnachrichten, das haben wir jetzt dort immer in einer gewissen Regelmäßigkeit, es ist einfach immer ein Thema, wird hergenommen und da versuchen wir eigentlich so viel wie möglich vom ganzen Konzept hineinzupacken, sei es sozusagen eben, dass man nicht nur sozusagen diesen technischen Aufwand macht und auch diesen Hintergrundwissen von den Kindern mal lernen, wie funktioniert denn eigentlich so eine Nachrichtensendung, sondern auch einfach die ganzen Themen, auch die Umsetzung von Kindern mit Interviewen, da das mit dem sprachlichen Gebrauch für den Deutschunterricht verbinden, sei es Geld, da haben wir mit Geld in der Mathematikstunde damit gearbeitet und das einfach sozusagen von der Volksschule eigentlich fast meistens bis zur Mittelschule hinauf, also das ist auch relativ unproblematisch dann einfach über jede Schulstufe hinaus funktioniert das.
Ja, durch das, dass wir jetzt relativ knappig in der Zeit sind, wäre es einmal so, sollte jemand noch Interesse haben, wir würden nur ein paar Praxisbeispiele dann morgen herzeigen, beziehungsweise auch ein bisschen genauer eingehen, wie haben wir das wirklich genau gemacht, wie funktioniert das, wie lässt ihr das mit den Kindern genau umsetzen. Und ja. Ja, herzlichen Dank. Gibt es da jetzt Fragen dazu aus dem Chat? Da kommt jetzt okay, dass man vielleicht noch ein Praxisbeispiel herzeigt. In 4 Minuten bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert, beziehungsweise dieser DigiConcept Assistent ist ja eigentlich, Assistent ist ja eins der Herzstücke der E-Education. Und Entschuldigung. Macht nichts. Vielleicht können Sie diese Beispiele irgendwo oder Sie zur Verfügung stellen. In diesem PDF-Format. Vielleicht schickt ihr diese Beispiele entweder an mich oder an generell das E-Education-Team. Dann können wir das verteilen, falls es da Nachfragen gibt. Genau. Hat jetzt noch irgendwer eine Frage zu diesem Digi-Concept-Assistent? Ich lese gerade, wir können das über die Nachlese in dem ConfMan dann veröffentlichen, wenn ihr da die Beispiele uns schickt. Mhm. Genau. Okay. Dann, wenn sonst keine Fragen jetzt kommen, herzlichen Dank für die Demonstration. Und ja, ich habe mich gefreut über den schönen Tag, schönen Nachmittag da im virtuellen Raum 2, über diese ja, sehr interessanten und spannenden Workshops, Teilworkshops, also virtuellen Workshops und Beiträge. Großes Dankeschön an alle, die dabei waren, an alle, die mitdiskutiert haben, und ich freue mich auf morgen, wenn ich den einen oder die andere dann in meinem Raum sozusagen, im virtuellen Raum wieder sehe. Ansonsten wünsche ich, es kommt jetzt noch eine Frage. Müssen die Leute, die ich zur Mitarbeit einlade, auch ein E-Education-Konto haben? Herr Hagmüller, Sie sind auf Stumm. Danke, ich habe es gerade gesucht, wohl wieder. Jetzt muss ich, wenn ich ehrlich bin, ich habe es bis jetzt immer so gemacht, mit E-Education, E-Mail-Adresse, daher traue ich mir jetzt nicht sagen, ob das andere auch funktioniert. Ich weiß auf alle Fälle, es funktioniert so. Darf ich da einhaken und die Frage beantworten? Gerne. Ich bin mir zu 90% sicher, dass das nur übers E-Education-Konto geht, weil es auch über die E-Education-Plattform abgespielt wird. Und da einfach der Zugang über die E-Education-Mailadresse funktioniert und das 365-Konto. Genau. Okay, herzlichen Dank für die Beiträge und einen wunderschönen, erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen dann ob 9 Uhr, wer zu dem großen Vortrag kommen will, und dann ob 10.05 Uhr wieder im virtuellen Raum 2. Schönen Abend. Danke, schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend an alle.